Das ist nicht gerecht. Wer hat diese Worte schon mal gedacht? Und wer hat diesen Satz schon mal gesagt? Ich möchte euch einige Zahlen zeigen. Weltweit leben ca. 690 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. 98%, das sind ungefähr 680 Millionen davon, leben verteilt auf drei Kontinente. 381 Millionen in Asien, 250 Millionen in Afrika und 48 Millionen in Mittel- und Südamerika. Die fünf reichsten Menschen der Welt, das sind einmal diese fünf hier, die hier mit Namen angestrahlt werden. Das ist einmal Elon Musk, Firmenchef des US-Elektroautobauers Tesla. Der besitzt sage und schreibe 209 Milliarden US-Dollar. Jeff Bezos, der Gründer des Online-Riesen Amazon, der hat 186 Milliarden US-Dollar. Und dann kommt Bill Gates, der Gründer von Microsoft, mit 134 Milliarden US-Dollar. Bernard Arnault, ein französischer Luxushersteller, zum Beispiel Lederartikel oder noble Getränke, der hat ein Vermögen von 117 Milliarden US-Dollar. Und Mark Zuckerberg, der auch von uns profitiert, weil wir ja auch WhatsApp und Facebook brauchen, der hat gerade noch mal 101 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu Elon Musk nicht mehr so viel. Das ist nicht gerecht. Und diese Ungerechtigkeit, so viele Menschen leiden an Hunger und diese fünf Menschen haben so sehr viel Geld, wird noch offensichtlicher, wenn wir einen Schritt weitergehen. Laut einem Bericht vom 22. Januar 2019 besitzen die reichsten 26 Milliardäre der Welt zusammen so viel wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. 26 Menschen haben zusammen so viel Geld wie ungefähr 3,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und von diesen 3,8 Milliarden leiden 690 Millionen an Hunger. Warum haben ein paar Menschen so unglaublich sehr viel, während auf der anderen Seite Millionen und Abermillionen Menschen an Hunger leiden und sterben? Das ist nicht gerecht. Wir haben als Hinführung zur Predigt gehört, wie Habakuk fragte: Wie lange noch, Herr? Warum, Herr? Ich lese uns dazu den nachfolgenden Text aus Habakuk Kapitel 1, die Verse 12 bis Kapitel 2, Vers 5. Hier spricht Habakuk nun wieder zu Gott, nachdem Gott ihm auf seine ersten Fragen eine Antwort gegeben hat. Bist du nicht von alters her, o Herr, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und, o Fels, zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben magst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Magst du doch die Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben? Sie alle holt er mit der Angel herauf.
Er schleppt sie mit seinem Fangnetz fort und sammelt sie ein in seinem Garn. Darüber freut er sich und jubelt. Darum schlachtet er für sein Netz Schlachtopfer und lässt für sein Garn Rauchopfer aufsteigen, denn durch sie ist sein Anteil fett und feist seine Speise. Soll er darum sein Netz ausleeren, und zwar ständig, um Nationen ohne Mitleid hinzumorden? Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Und der Herr erwiderte mir und sprach: Schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Denn das Gericht gilt erst für die festgesetzte Zeit, und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen? Er, der seinen Schlund weit aufsperrt, wie der Scheol, und der wie der Tod ist und nie sich satt frisst. Und er rafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle Völker. Habakuk ist ein Prophet des Südreiches. Er sah sehr viel Ungerechtigkeit, Götzendienst, Menschenopfer, Verehrung von Sonne, Mond und Sterne, Wahrsagerei und so weiter. Und nun fragt Habakuk: Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Habakuk, der wünscht sich eine Veränderung herbei. Er will, dass das endlich mal anders wird. Und dann beschäftigt ihn noch eine Frage. Warum lässt du mich Unrecht sehen? Und warum schaust du dem Verderben zu? Habakuk, der will von Gott eine Erklärung, aus welchem Grund es unter den Bewohnern von Juda so viel Unrecht und Verderben gibt. Wenn wir in die Geschichte des Südreiches zur Zeit des Propheten Habakuk hineinschauen, dann wird die Frage nach dem Warum es so viel Unrecht und Verderben gibt, sehr deutlich beantwortet. Vor allem der Vergleich der zwei Könige Josia und Jojakim, die zur Zeit von Habakuk regierten, spricht eine sehr deutliche Sprache. Wir lesen in 2. Könige 22, dass Josia tat, was dem Herrn wohlgefiel oder was recht war in den Augen des Herrn. Und als zur Zeit von König Josia der Tempel in Jerusalem renoviert wurde, dann fand der hohe Priester Hilkia die Tora. Wir würden heute sagen, die 5 Bücher Mose. Diese wurden dann vorgelesen und dieser Fund der Tora führte dazu, dass in Juda nicht nur der Tempel renoviert wurde, sondern dass es auch eine geistliche Reform in Juda gab. Und die Verheißung Gottes für Josias Gehorsam lautet: Josia, du wirst das Unheil, das ich über Juda bringen werde, nicht mit ansehen müssen. Jojakim, der Sohn von Josia, tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie wir es in 2. Könige 23 lesen. Und das heißt, dass er nach dem Vorbild Manasses handelte. Und was Manasse getan hat, das wird in 2. Könige 21 beschrieben. Manasse betete Götzen an,
Er fiel vor Sonne, Mond und Sterne nieder. Manasse hat seinen eigenen Sohn geopfert. Er trieb Zauberei und er hatte es mit Wahrsagerei zu tun. Und Joachim handelte nach dem Vorbild von Manasse. Und weil der König Joachim und mit ihm auch die geistlichen Führer des Volkes nicht nach dem Willen Gottes handelten, wie wir das sehr deutlich in Jeremia 27 lesen können, deshalb herrschte so viel Unrecht und so viel Verderben in Juda. Die Sünde, die Missachtung der Gebote Gottes, das ist der Grund, das ist die Antwort auf die Frage von Habakuk, warum es so viel Unrecht und Verderben gibt. Gott beantwortet aber auch die Frage, wann dieses Unrecht und dieses Verderben ein Ende haben wird. Gott sagt in Habakuk 1, Vers 6, denn siehe, ich lasse die Chaldäer, wir haben erst gelesen, in der anderen Übersetzung, die Babylonier erstehen. Diese reale Gefahr konnten die Bewohner von Juda mit ihren eigenen Augen erkennen, wenn sie schauten, was um ihnen herum geschah. Und dazu fordert ja Gott den Habakuk und mit ihm das Volk auch auf in Habakuk 1, Vers 5. Er sagt, seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Die Babylonier, die führten rund um Juda herum Kriege. Angefangen oben im Norden, bei Syrien, bis in den Süden, bis nach Ägypten hin. Mit anderen Worten, auch Juda wird vor den raubenden, mordenden, von Bitterkeit getriebenen und angsteinflößenden Babyloniern nicht verschont bleiben. Gott hatte es ja durch Habakuks Zeitgenossen, den Jeremia, sie wirkten zur selben Zeit, durch Jeremia hatte Gott es sehr deutlich angekündigt. Ich erwähnte schon einmal Jeremia 27, man kann das zu Hause nachlesen. Und genau so traf es dann auch ein. Wir lesen davon in 2. Könige 23, Vers 2. Wann wird Gott helfen und retten? Die Antwort ist, Gottes Hilfe und Gottes Rettung fängt an, wenn die Babylonier Juda samt Jerusalem und den Tempel zerstören werden. Denn gerade in der Wegführung der Bewohner von Juda ins babylonische Exil, die Gefangennahme der Juden und die Mitnahme nach Babylon, das wird dazu beitragen, dass Gottes Volk erkennen wird, ja, wir haben etwas falsch gemacht und dass Gottes Volk umkehren wird. Diese Frage nach dem wie lange noch, Herr, und nach dem warum, das sind auch heute noch sehr aktuelle Fragen. Warum leiden so viele Menschen auf dieser Welt an Hunger, wo doch genügend Geld vorhanden ist? Ich meine, Elon Musk mit seinen 209 Milliarden US-Dollar könnte ja mal jedem hungernden Menschen 1 Million geben und dann würde er noch immer genug halten und genug haben, um selber nicht an Hunger zu leiden. Wie lange, Herr, wird es noch dauern, bis diese reichen Menschen endlich erkennen, was jetzt dran ist? Ziehen wir den Kreis etwas enger. Herr, warum gibt es in Paraguay so viel Korruption, sodass viele Bürger unter dieser Korruption leiden müssen? Wann wird die Gefahr, die zum Beispiel von der selbsternannten paraguayischen Volksarmee, die EPP, wann wird diese Gefahr endlich ein Ende haben? Oder lasst uns den Kreis noch enger ziehen. Herr, warum gehen in unserer Mitte so viele Ehen kaputt?
Warum werden Kinder in unserer Mitte missbraucht? Herr, warum musste ich durch den Tod eine liebe Person abgeben? Wie lange noch, Herr, muss ich darauf warten, bis eine liebe Person endlich deine Hilfe und Rettung annimmt? Viele Ehen gehen kaputt, weil sie sich nicht um die Beziehung mit Jesus Christus kümmern. Kinder werden missbraucht, weil die Täter sich von den fleischlichen Begierden treiben lassen und sie nicht bereit sind, diese fleischlichen Begierden im Namen Jesu zu töten. Menschen müssen sterben, weil mit dem Sündenfall auch der Tod in diese Welt gekommen ist. Und so wie Gott Habakuk und damit den Juden und damit auch die Juden damals auf ein Werk hinwies, auf ein Geschehen in der damaligen Zeit hinwies, um seine Fragen zu beantworten, so weist Jesus uns auch heute noch auf ein sehr gut bezeugtes Ereignis in der Weltgeschichte hin. Auf das Kreuz von Golgatha. Dort am Kreuz, dort trug Jesus unsere Leiden. Dort am Kreuz trug Jesus unsere Schmerzen. Dort am Kreuz, dort wurde Jesus für unsere Sünden durchbohrt und zerschlagen. Dort am Kreuz nahm Jesus unsere Strafe auf sich, weil wir gesündigt hatten. Das können wir in Jesaja 53 nachlesen. Alle Ungerechtigkeit und jegliches Leid dieser Welt ist eine Folge der Sünde. Damit sage ich nicht, dass zum Beispiel hinter jeder Krankheit eine ganz konkrete Sünde steht und wenn man sie bekennt, dann automatisch gesund wird. Das bedeutet auch nicht, dass ich als Kind Gottes keine Ungerechtigkeit mehr erfahren werde auf dieser Welt. Das bedeutet aber, dass ich weiß, da ist jemand, wo ich mit all meinen "Wie lange noch, Herr?" Fragen und mit all meinen "Warum?" Fragen hingehen kann, der mir zuhört und der mich annimmt. Auch dann, wenn ich nicht immer alle Einzelheiten zu meinen Warum-Fragen bekomme, so darf ich wissen, dass Jesus als der allmächtige Gott es weiß. Und ich darf wissen, genau das reicht aus. So wie wir bei Jesus die Antworten auf unsere Warum-Fragen finden, so finden wir bei ihm auch die Antworten auf die Frage, wie lange noch, Herr? Ich komme später darauf noch einmal zurück. Wir als Menschen können Gottes Entscheidungen, wir können Gottes Wege mit unserem menschlichen Verstand nicht verstehen. Und die Tatsache, dass Gott die Babylonier als Werkzeug gebraucht, um sein Volk zu bestrafen, damit sie umkehren, das führt Habakuk jetzt zu seiner zweiten Klage. Wie kann ein ewiger, ein heiliger Gott, der reine Augen hat, wie kann so ein Gott all das Böse der Chaldäer, all das Böse der Babylonier, das sie den Nationen antun, wie kann er das mit ansehen? Wie kann Gott schweigen, wenn Völker so grausam behandelt werden? Wie kann so ein Gott zuschauen, wenn es in absehbarer Zeit so weit sein wird, dass die Babylonier selbst die Juden gefangen nehmen wird und sie ins Elend stürzen und verschlingen wird?
Ja, im Vergleich zu den Chaldäern waren die Juden noch gerecht. Die Chaldäer, die behandelten die Nationen, die Völker wie Fische des Meeres, wie Kriechtiere, die keinen Herrscher haben, sagt uns der Prophet. Fische fängt man schmerzhaft mit der Angel. Wenn ihr das nächste Mal fischen geht, dann denkt einmal daran, wie schmerzhaft dieser Haken im Maul des Fisches sein muss. Fische werden mit einem Netz gefangen, um die Fische zu schlachten. Genau so behandeln die Chaldäer die Völker. Ohne Rücksicht auf die Menschlichkeit werden sie mit allen Mitteln gefangen genommen. Es gibt keinen drinnen, es gibt keinen kommen, es ist niemand da, der für das Recht der Juden eintreten und sie verteidigen wird. Kein Herrscher, der sich um das Wohl des Volkes kümmern wird. Es gibt nur Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und Habakuk hat das Gefühl, das alles passiert und jetzt sitzt Gott da und schaut sich das einfach an. Nicht einmal dann tut Gott etwas, wenn die Chaldäer ihre eigene militärische Stärke vergöttern und es nicht anerkennen, dass ihre Erfolge von Gott kommen. Warum Gott? Warum darf der Gottlose walten und schalten, so wie er will? Habakuk will eine Antwort von Gott. Und Gottes Antwort lautet, Habakuk 2, Vers 4a, siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Ich sagte bereits, dass die Babylonier Werkzeuge Gottes waren, um die Juden zu bestrafen. Aber das erkannten die Babylonier nicht. Sie erkannten es nicht, dass sie nur deshalb so mächtig waren, weil Gott es zuließ. Sie überschritten in ihrem Größenwahn Gottes Absichten. Und deshalb wird Gott die Babylonier für ihre Unaufrichtigkeit zur festgesetzten Zeit die gerechte Strafe auferlegen. Und interessant ist jetzt, dass Gott Habakuk nicht nur eine mündliche Antwort gibt, sondern er sagt zu Habakuk, schreibe das Gesicht auf. Schreibe die Antwort auf. Warum? Gott sagt in Habakuk 2, Vers 3, denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, die Erfüllung dieses Gesichts, warte darauf. Denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Gott in seiner Allwissenheit hatte einen ganz bestimmten Zeitpunkt für die Strafe festgesetzt. Und je länger diese Strafe ausbleibt, desto größer könnten die Zweifel werden. Ja, wird Gott jetzt noch die Babylonier bestrafen oder wird er es nicht? Und damit jetzt auch die nachfolgenden Generationen lesen können, was Gott damals dem Habakuk und durch Habakuk dem Volk versprochen hat, deshalb sollte Habakuk es aufschreiben. Und das Lesen von dem, was Gott versprochen hatte, soll die Juden in ihrem geduldigen Warten auf die Erfüllung stärken. Und deshalb sagt Gott zu Habakuk, wenn es sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Und die Geschichte der Babylonier zeigt, dass sich Gottes Antwort auf Habakuks Frage wirklich erfüllt hat. Die babylonische Weltherrschaft wurde durch die Perser und Meder im Jahre 538, 537 vor Christus niedergeschlagen. Wir lesen das in Daniel 2, in Daniel 6 und auch in Jesaja 45. Spricht uns nicht Psalm 10 aus der Seele, wenn es dort heißt, warum, Herr, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Drangsal? In Hochmut verfolgt der Gottlose den Elenden. Sie werden erfasst von den Anschlägen, die jene ersonnen haben. Denn der Gottlose rühmt sich wegen des Begehrens seiner Seele und der Habsüchtige lästert und er verachtet den Herrn. Der Gottlose denkt hochnäsig,
er wird nicht nachforschen, es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Erfolgreich sind seine Wege alle Zeit. Hoch oben sind deine Gerichte, weit von ihm entfernt. Alle seine Widersacher, er bläst sie an. Er, der Gottlose, spricht in seinem Herzen, ich werde nicht wanken, von Geschlecht zu Geschlecht in keinem Unglück sein. Der Gottlose spricht in seinem Herzen, Gott hat vergessen, hat verborgen sein Angesicht, ewig sieht er nicht. Fragen wir uns nicht auch oft, warum die Gottlosen so erfolgreich sind? Die haben anscheinend keine Schwierigkeiten im Leben. Sie sind glücklich. Liebe Zuhörer, Habakuk 2, Vers 3 wird in Hebräer 10, Vers 37 zitiert. Dort steht, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Und wenn wir dieses, was im Hebräerbrief steht, mit Habakuk vergleichen, dann sehen wir, dass sowohl Habakuk als auch der Schreiber des Hebräerbriefes dasselbe Ziel verfolgen. Wir lesen in Hebräer 10, Vers 35, werft eure Zuversicht nicht weg. Und in Hebräer 10, Vers 36 heißt es, denn Ausharren, oder wir können auch sagen Geduld oder Ausdauer, habt ihr nötig, damit ihr die Verheißung davontragt. Und dann spricht Vers 37 von dieser kleinen Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. In Habakuk waren es die Babylonier, war es die Strafe über die Babylonier. Hier in Hebräer ist es Jesus, der kommen wird. Uns als Gemeinde Jesu ist diese Verheißung aufgeschrieben, dass Jesus wiederkommen wird. Und sollten wir Zweifel bekommen daran, dass Jesus kommen wird, dann sollen wir immer wieder in der Bibel lesen, dann sollen wir immer wieder auf diese Verheißung zurückkommen. Und wir sollen durch das Lesen der Verheißung in unserem geduldigen Warten gestärkt werden. Von Gott dürfen wir Geduld schöpfen, damit wir in dieser Wartezeit, wo wir so viel Ungerechtigkeit erleben, nicht verzweifeln brauchen. Und hier komme ich jetzt noch einmal auf die Tatsache zurück, dass wir bei Jesus auch die Antworten auf unsere »Wie lange noch, Herr?« Fragen finden. Ja, es gibt durchaus Antworten schon in diesem Leben. Es gibt aber auch Ungerechtigkeiten, welche wir als Christen, wir als Gemeinde Jesu, bis zu Jesu Wiederkunft ertragen werden müssen. Die Ungerechtigkeiten werden wir nicht abschaffen. Das Einzige, was uns bleibt, ist, diese Ungerechtigkeiten zu ertragen. Und das macht es oft so schwer, auf Jesus zu warten. Damit wir aber durchhalten können, damit wir warten können, bis Jesus kommt, fordert uns Gottes Wort in 1. Petrus 1 zu folgendem auf. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Unser Warten, das soll von Gottes Wort her geprägt sein. Und wenn die Gemeinde Jesu verfolgt wird, dann wollen wir nüchtern sein, anstatt unzufrieden und rebellisch. Anstatt im Widerstand zu leben, dann wollen wir uns auf die Gnade Jesu konzentrieren. Denn nicht unser Aufstand wird die Ungerechtigkeit besiegen,
sondern einzig und allein Jesus Christus wird alle Ungerechtigkeiten ein Ende setzen, wenn er wiederkommt. Und deshalb wollen wir unser ganzes Denken von Gottes Wort her prägen lassen und Gottes Wort studieren. Denn, so sagte Gott es damals schon zu Habakuk, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Die eine Nation ungerecht, die andere Nation gewalttätig, treulos, anmaßend und mordend. Und der ewige, der absolut reine Gott, der ist auch noch da. Der, der sich treu bleibt, indem er in seiner Gerechtigkeit handelt. Ja, wir haben manchmal den Eindruck, dass Gott nicht mehr der gerechte Gott ist. Aber er bleibt gerecht. Und die Frage ist, gibt es jetzt noch unter den Menschen der damaligen Zeit überhaupt noch Gerechte? Offenbar ja. Mit dem Hereinbrechen des Gerichtes Gottes über Juda beginnt die Wendung der Geschichte des Volkes Gottes. Der gerechte Gott, der wird die ungerechten Chaldäer zur bestimmten Zeit bestrafen. Andererseits wird Gott aber mit den Juden gerade durch die Chaldäer zu seinem Ziel kommen. Die Juden werden ihre Sünden zur gegebenen Zeit erkennen. Sie werden sie bekennen und sie werden zu Gott umkehren. Und durch diese Umkehr werden sie dann als Gerechte bezeichnet werden, die durch ihren Glauben leben. Die Buße des Volkes führt dazu, dass Gott sie dann als Gerechte, das heißt als Schuldlose bezeichnen wird. Die Juden werden Gottes Willen wieder erfüllen, denn Gerechte richten sich nach Gottes Wegen, wie es in Hosea Kapitel 14, Vers 10 heißt. Denn die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechte werden darauf gehen. Vielleicht hört es sich so an, die Gerechtigkeit können wir uns verdienen. Aber zum Gerechten wird man nicht durch sein Verhalten. Nur durch den Glauben wird man gerecht, wie es in Habakuk 2, Vers 4 beschrieben wird. Wer glaubt, der verlässt sich auf Gott und auf sein Wort, das heißt auf seine Zusagen und Erwartungen. Wer glaubt, der sagt damit, dass er Gott nachfolgt. Und dieser Glaube, der zeigt sich, dass ich meinem Versprechen, dass ich Gott angehöre, treu bin. Und wer treu ist, lebt als wahrhaftiger Mensch, indem er sein Leben nach der Wahrheit des Wortes Gottes ausrichtet. Und damit wir in dieser Wahrheit leben können, müssen wir Gottes Wort verinnerlichen. Und das können wir nur, wenn wir Gottes Wort kennen. Und ob eine Person Gottes Wort verinnerlicht hat, das zeigt sich, wie er denkt, wie er redet und was er tut. Das Verhalten von uns Menschen offenbart, ob wir Personen sind, die an Gott glauben und ihm treu nachfolgen. Ein Verhalten, das Gottes Maßstäben entspricht, ist das Ergebnis des Glaubens, nicht die Voraussetzung des Glaubens. Und genau dieser Glaube, der führt zum Leben. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn Gott die Juden so bestraft hat, warum würden die Juden sich dann auf Gott verlassen? Warum würden sie diesem Gott die Treue halten wollen? Warum würden sie an diesen Gott glauben, der sie ins Exil geführt hat? Die Antwort ist, weil Gott treu ist und immer treu bleibt. Egal was passiert, Gott verspricht seinem Volk durch Jeremia: Du aber fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und sei nicht niedergeschlagen, Israel. Denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Und Jakob wird zurückkehren und ruhig und sicher sein, und niemand wird ihn aufschrecken. Du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, spricht der Herr, denn ich bin mit dir. Denn alle Nationen, zu denen ich dich vertrieben habe, werde ich ein Ende machen.
aber dir werde ich nicht ein Ende machen, sondern dich mit Maßen züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen. Jeremia 46, Vers 27 und 28. Liebe Zuhörer, der Wendepunkt in unserem Leben beginnt auch mit einem Gericht. Jesus Christus nahm Gottes Gericht über uns Menschen am Kreuz auf Golgatha auf sich. Und wenn wir Menschen erkennen, dass Jesus uns so sehr liebt, so dass er unsere Strafe auf sich nahm, nur um uns Rettung anzubieten, dann wird uns deutlich, nur dieses Gericht, das Jesus auf sich nahm, nur dieses Gericht kann uns retten. Jeder, der Buße tut und Jesus um Vergebung seiner Sünden bittet, der wird dann gerecht gesprochen. Wenn wir uns Jesu Liebe und Vergebung anvertrauen und ihm unser Leben übergeben, dann nimmt er all unsere Schuld auf sich und macht uns auch zu Schuldlosen. Und diese unbegreiflich große Liebe Jesu führt uns dazu, dass auch wir Jesus lieben und dass wir aus Liebe Jesu Gebote befolgen werden. Diese Liebe, die Jesus uns zeigt, weckt in uns den Glauben, sodass wir nur Ja zu Jesus zu sagen brauchen. Und dieser Glaube, dieses Ja, diese Entscheidung ist es, die uns zum ewigen Leben führt. Und dann werden auch wir in Zeiten all unserer Warum-Fragen und all unserer Wie-lange-noch-Herr-Fragen uns an Jesus halten wollen, weil er zu uns sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieses Zeitalters. Matthäus 28, Vers 20. Oder wie es in Johannes 16, Vers 33 heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, wir dürfen mit all unseren Warum-Fragen, mit all unseren Wie-lange-noch-Herr-Fragen zu Gott kommen. Auch wenn wir viele Ungerechtigkeiten auf dieser Welt nicht verstehen können, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn uns das Warten auf diese Gerechtigkeit manchmal auch schwerfällt, dann haben wir Gottes Wort. Und wenn wir darin lesen, dann wird unsere Geduld, dann wird unser Ausharren geschult. Und letztendlich wird Gott bei der Wiederkunft Jesu vollkommene Gerechtigkeit herstellen. Unsere Aufgabe ist es, an diesen Jesus zu glauben, wodurch wir gerecht werden und das ewige Leben bekommen. Ich fordere uns auf, legen wir doch die Geschichte dieser Welt weiterhin getrost in Gottes Hände. Dieser Gott wird mit dieser Welt zum Ziel kommen. Wir neigen unser Haupt und wollen diesen Gott anbeten. Ich bitte, wer da kann, aufzustehen. Großer Vater im Himmel, durch Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir für deine Größe, für deine Allmacht, für deine Reinheit, für deine Gerechtigkeit. Wir als Menschen können es oft nicht begreifen, warum so viel Ungerechtigkeit herrscht, warum wir so viel Ungerechtigkeit ertragen müssen, warum Dinge geschehen, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du das alles siehst, dass du das alles überwachst und dass du das alles kontrollierst. Und deshalb dürfen wir Ruhe finden bei dir, Vater im Himmel, in dem Wissen, dass du nicht tatenlos zuschaust, sondern dass du uns Menschen Gnade gibst, um zu erkennen, dass du hinter allem stehst, und dass mehr und mehr Menschen den Weg zu dir finden. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du versprochen hast, dass dein Sohn Jesus Christus einmal wiederkommen wird, um Gerechtigkeit herzustellen. Danke,
dass es nicht unsere Aufgabe ist, dort Gerechtigkeit herzustellen, wo wir es nicht können. Du wirst dafür sorgen. Schenke du uns Kraft, darauf zu warten. Schenke du uns Kraft, an dich zu glauben. Gib Gnade, dass unser Glaube immer mehr wächst und wächst, denn nur dieser Glaube ist es. Dieses Vertrauen, diese Treue zu dir ist es, die uns zum ewigen Leben führt. Segne uns, Herr Jesus Christus, im Nachdenken über dein Wort. In deinem Namen. Amen.